Hallo, Hallöchen. Heute spielen wir mal wieder Dinosaurier-Simulator. Und zwar The Isle. Ich habe mir da so einen lustigen Glatzkopf ausgesucht. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich verstecke mich einfach hier. Wohin habe ich da unten welche rumrennen sehen? Und vielleicht gehen wir mal gucken. Wahrscheinlich, wenn wir drauf gehen, wahrscheinlich wird uns irgendeiner fressen. Wahrscheinlich wird es auch gleich mal dunkel werden. Also er scheint noch recht schnell zu sein. Klein und flink. Wir hören da irgendeinen schreien. Da hinten ist irgendwie irgendwelche Container. Also wir sind da auf einer verlassenen Insel. Die haben da Dinosaurierforschung betrieben und jetzt sind wir ein Dinosaurier und haben da noch ein paar Überbleibsel von den... Da hinten ist was. Aber da sind auch Fleischfresser. So wie das aussieht. Ich weiß nicht, seht ihr das da hinten im Wald? Das ist auf jeden Fall unten ein Fleischfresser und oben ist so ein einer mit so vorne so Spitzen dran. Die rennen da ganz schön rum. Jetzt kommt so ein großer, kommt jetzt auf mich drauf zu. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir einfach mal gucken, vielleicht gehen wir einfach drauf, ich weiß es nicht. Ah, wir gehen einfach mit. Vielleicht beschützt uns der Dicke. Wir nennen ihn Schwabbelarsch. Irgendwas ist mit meinem Bild nicht ganz gut. Aber wahrscheinlich ist das Internet reißt mir ab. Also da hinten ist ein Fleischfresser, der hat schon... Der hat schon was gegessen. So, ich würde auch was essen, aber ich esse bloß Pflanzen. Ich bin nämlich ein Pflanzenfresser, Vegetarier quasi. Oh. Da ist auch einer schon tot. Ich glaube, ich hau mal ab. Aber vielleicht bleibe ich einfach bei den Dicken. Aber die Sterne hier, wie die fliegen. Oh. Das sieht aus, ob es sein Baby war. Oh Mann, das tut mir aber leid. Ich kann dein neues Baby sein, hä? Du beschützt mich und ich fresse. Ich glaube, ich kann auch nichts riechen. Bin noch zu klein. Bin noch ein kleiner Pupsi. Auch ein paar Beeren oder so. Ah, vielleicht kann ich das hier essen. Oh, ich habe was zu essen gefunden. Hey, Dicker! Der will mich doch nicht allein lassen, oder? So, ich glaube, ich bin satt. Hey, Schwabbelarsch! Komm schon, ich muss doch auch mal essen. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er.
Man kann ihn gut hören. Er trampelt. Ist quasi wie ein Trampelsaurier. Ach komm schon. Bisschen. Glaube, da kommt noch einer. Oh, was zu essen? So, du bist aber schön groß geworden, ne? Ja, sind wir jetzt Kumpels oder was? So, das klingt nicht so freundlich hier. Was sind das? Ein Felsen mitten in der Landschaft? Oh. Oh. Ein Wasser. Ich glaube, Wasser brauche ich auch. Wow. Hey, ich kann super schwimmen. Ich glaube, die wollen meine Kumpels sein. Das da hinten weiß ich nicht. Was ist denn das? Sieht komisch aus. Ich glaube, ich... Was ist denn los mit dir? Der, was hat denn der denn da? Der hat ein Loch gebuddelt. Er ist wieder rausgekommen. Meine Güte, bist du Tunnelbauer oder was? Ich kann riechen. Jetzt bin ich groß geworden. Okay, da hinten gibt es was zu essen. Ich glaube, wo rot ist Essen. Oh, wo rot ist böse. Scheiße. Ich hau ab. Kümmert ihr euch um den Raptor oder was das ist? Ich gebe was Grünes essen. So, wo sind denn hier die knackigen Beeren? Ich das essen? Ich muss noch mal riechen. Meine Güte, meine Nase ist aber was gut geworden. So, ich habe schon mega lang überlebt. So, nachts gehen wir drauf. So, eat. Boah, ich bin noch ganz dick. Komm, du musst essen, damit du groß und stark wirst. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich hab's, glaube ich, irgendwie sogar Nachtsicht hier. Wow. So, Nachtsichtgerät eingeschalten.
Ein Rest Lichtverstärker habe ich da direkt auf meinen Glatzkopf eingebaut. Warte mal, kann ich das wieder ausschalten? Ja, ist schon ein bisschen dunkel geworden. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo die anderen sind. Oh, ich habe meine Kumpels verloren, nur weil ich Hunger hatte. Warte mal, die waren irgendwie beim großen Stein. Da sind sie ja. Alles klar. Was ist mit denen los? Hey, willst du fischen oder was? Weißt, was der macht? Ich glaube, im Wasser ist er nicht zu sehen. Was ist eigentlich das da? Sind das, ja. Das Glühwürmchen? Vielleicht sind das einfach Glühwürmchen. Dinosaurier-Glühwürmchen. Oh. Will ich mal hier hinkommen? Oh, ihr leuchtet aber so schön. Kann ich hier nicht hüpfen? Okay, sie pennen alle hier. Wie lange ist denn das dunkel? Hat einer eine Uhr dabei? CO2. Ich habe CO2. Wenn ich da drauf drücke, sehe ich immer, wie groß ich schon geworden bin. Aber ich will dann noch weitermachen. So, meine kleinen Pupsas hier. Hey, wenn der Große hier reinfurzt, dann haben wir auf jeden Fall einen Whirlpool. Wieso haut dann jetzt ab? Das klingt nicht gut. Soll ich mal riechen? Kann nicht riechen, wenn ich liege. Meine Güte, habe ich schöne leuchtende Augen. Die leuchten ja wie Sterne. Hier ein Haufen Spuren hier ringsherum. Er war nur mal für kleine Jungs. Für kleine Dinosaurier. So, die verstecken sich alle im Wasser. Das muss der Trick sein. Wo kommt denn der her? Bist du ein Taucher? Meine Güte, die habe ich gar nicht gesehen. Mach ihn nicht wahnsinnig. So, machen wir mal Nachtsicht aus. Jetzt gräbt er schon wieder ein Loch, oder was? Mein Gott, wo sind sie hin? Ich glaube, sie haben das Spiel verlassen. Okay, nachts ist wahrscheinlich nicht so witzig.
Ich bin's, Kumpel. Warte mal. Ich will noch schnüffeln. Ich weiß nicht, ob ich schon Hunger habe. Also auf jeden Fall Wasser. Und habe ich doch da irgendwo was zu fressen bekommen? Ist das alles weg? Da unten ist jedenfalls irgendwas rotes und das ist, glaube ich, gefährlich. Okay, ich glaube, das reicht für heute. Ich weiß nicht, wann die Sonne wieder aufgeht. Ob sie jemals aufgeht. Wir schauen ein andermal wieder in das Spiel rein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.